Hallo und herzlich willkommen zur Vorlesung Einführung in ökonomische Analyse des Rechts mit Institutionen ökonomischen Grundlagen. Heute die erste Wiederholungssitzung. Ich werde das so machen, dass ich für jede Wiederholungsfrage ein separates Video aufnehme. Dann ist es für Sie schon übersichtlich und Sie haben die Videos im Einzelnen schneller, weil ich sie dann immer gleich hochladen kann. Die erste Frage, die wir uns heute anschauen, ist eine zweigeteilte Frage zum Thema gemischte Gleichgewichte. Da ging es um Sitzung 3, das Kapitel hieß mehr Spieltheorie, also quasi war die zweite Sitzung zur Spieltheorie und da haben wir uns Gleichgewichte und gemischte Strategien angeschaut, ab Folie 12 war das und die Frage war, die Kommilitonin, nehme ich mal einfach so an, versteht zwar noch die Errechnung der erwarteten Auszahlung, aber den nächsten Schritt nicht, nämlich wie man das Nash-Gleichgewicht erkennt. Müsste man denn dafür alle möglichen Wahrscheinlichkeiten die erwarteten Auszahlungen ausrechnen und vergleichen? Und das schauen wir uns jetzt an, wie man da das Nash-Gleichgewicht erkennt. Das hier war ja das, was wir da gemacht haben. Ich habe da noch ein bisschen rumgeschoben, dass ich Platz habe für Freihandanmerkungen. Es ging ja ums Matching Pennies Game. Genau, das war ja ein Spiel, wo wir gesehen haben, wo Sie ganz leicht sehen können, hier gibt es kein Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien. Wenn Sie das überprüfen möchten, halten Sie jetzt einfach kurz an und suchen einfach mit der Methode, die Ihnen am liebsten ist, nach einem Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien und Sie werden feststellen, es gibt keins. Aber es gibt ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Das ist übrigens ein ganz berühmtes Ergebnis von Nash, nämlich, dass jedes Spiel, das bestimmte Anforderungen erfüllt, mindestens ein Nash-Gleichgewicht hat, sei es in reinen oder in gemischten Strategien. Okay? Und das heißt, wenn Sie ein Spiel sehen und es hat kein Nash-Gleichgewicht in reinen Strategien, wissen Sie eigentlich schon, es muss da ein gemischtes Gleichgewicht geben. Okay? Und wie das hier, ich fange hier nochmal von vorne an, mit den gemischten Strategien. Und zwar hatten wir uns ja überlegt, jetzt sehe ich die Maus nicht mehr, da ist sie. Wir hatten uns ja überlegt, was ist für den Spieler 1 die erwartete Auszahlung, wenn Spieler 2 wirklich rein zufällig mischt, einhalb zwischen Kopf und Zahl. Okay? Spieler 1 mischt potenziell auch, mit Wahrscheinlichkeit P spielt er Kopf, mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P spielt er Zahl. Und wenn er weiß, dass Spieler 2 einhalb mischt, was ist denn dann seine erwartete Auszahlung? Naja, wenn er Kopf spielt, das macht er mit Wahrscheinlichkeit P, hat er mit Wahrscheinlichkeit einhalb die Auszahlung 1, das ist das hier, mit Wahrscheinlichkeit einhalb hat er die andere Auszahlung, nämlich 0. Okay, das ist das hier. Das ist aber noch nicht alles von dem Erwartungswert, nämlich... Was ist, wenn Spieler 1 Zahl spielt? Dann hat das tut er selber mit einer Wahrscheinlichkeit 1 minus P, hat dann mit Wahrscheinlichkeit 1/2 den Payoff von 0 und mit Wahrscheinlichkeit 1/2 hat er dann den anderen Payoff von 1. Okay? Wenn wir das alles ausrechnen und einsetzen, das können Sie jetzt in Ruhe machen, das Video kurz anhalten, kommen Sie darauf, dass die erwartete Auszahlung von Spieler 1 genau 1/2 ist. Was ist jetzt hier dran wichtig? Wichtig ist, das ist die erwartete Auszahlung von Spieler 1, wenn er mit Wahrscheinlichkeit P Kopf spielt und Spieler 2 genau mit 1/2 mischt zwischen Kopf und Zahl. Das ist jetzt genau 1/2. Das heißt, bei dieser erwarteten Auszahlung von Spieler 1 kommt das P gar nicht mehr vor. Okay, was bedeutet das? Spieler 1 hat, wenn Spieler 2 gleichmäßig mischt zwischen Kopf und Zahl, immer ein Payoff von 1/2. Egal, was er selber für eine Wahrscheinlichkeit wählt von Kopf und Zahl. Und 1/2, und das heißt, er ist indifferent. Ne? Ihm ist es total egal, Spieler 1 ist es total egal, wie er genau mischt. Er hat immer den Payoff 1/2. Okay? Und weil das Spiel symmetrisch ist, können wir das für die andere Seite auch ausrechnen. Das heißt, für Spieler 2 gilt das Gleiche. Ne? Spieler 2 hat immer den Payoff 1/2, wenn Spieler 1 gleichmäßig mischt zwischen Kopf und Zahl, ne? Mit Wahrscheinlichkeit 1/2, mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Okay? Das heißt, anders formuliert, indem Spieler 2 mit gleicher Wahrscheinlichkeit zwischen Kopf und Zahl mischt,
Ja, das ist hier. 1,5 gleich 1,5. Macht er Spieler 1 indifferent zwischen Kopf und Zahl. Okay? Und das sehen wir daran, dass im Erwartungswert für Spieler 1 kein P mehr in der Formel ist. Ja, er ist total indifferent. Egal, was Sie da für ein P einsetzen, egal ob irgendein Wert zwischen 0 und 1, es kommt immer 1,5 raus für den Erwartungswert von Spieler 1, weil in der Formel kein P mehr drin steckt. Okay? Und jetzt müssen, also streng genommen müssten Sie jetzt für alle Werte drunter und drüber das einsetzen, aber Sie können einfach beispielhaft eine andere Kombination versuchen. Das machen wir jetzt mal. Was ist denn, wenn Spieler 2 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Zahl spielt als Kopf? Ne? Eben war es ja gleich wahrscheinlich, aber jetzt sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit, dass der Zahl spielt, ist höher. Okay? Was ist der Extremfall, der für uns am einfachsten zu rechnen ist? Klar, 1 und 0. Okay? Wahrscheinlichkeit 1 spielt Spieler 2 Zahl, also auf jeden Fall und auf keinen Fall Spieler Kopf. Was ist dann der Erwartungswert für Spieler 1? Können wir einfach hier das wegradieren und dann kommen wir hoffentlich auf das Ergebnis. Okay, das hier soll ein Plus sein. So, Spieler 1 spielt Kopf mit Wahrscheinlichkeit P. Was hat er dann für einen Erwartungswert? Das 1,5 müssen wir auch wegmachen. Ich habe genau das Falsche wegradiert. Können Sie sich schon mal kurz überlegen, was der Erwartungswert für Spieler 1 ist. Mit Wahrscheinlichkeit P spielt er Kopf und mit Wahrscheinlichkeit 0 hat er dann die Auszahlung von 1. 0 mal 1 plus mit Wahrscheinlichkeit 1 hat er den Payoff von 0. Okay, also 1 mal 0. Das Ganze hier vorne ist 0. So, Spieler 1 spielt mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P Zahl. Dann hat er mit Wahrscheinlichkeit 0 den Payoff von 0 und mit Wahrscheinlichkeit 1 hat einen Payoff 1, okay? 1 mal 1. Bleibt übrig 1 minus P, okay? Wenn Sie das alles auflösen, die in der Klammer hier steht eine 1, hier steht eine 0, bleibt noch das hier übrig mal 1, okay? Das ist 1 minus P. Die erwartete Auszahlung von Spieler 1 ist also 1 minus P, wenn Spieler 2 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Zahl spielt als Kopf. Okay, was sagt uns das? Naja, Spieler 1 möchte natürlich seine erwartete Auszahlung maximieren. P ist ja seine Entscheidungsgröße. Er entscheidet sich dann, wie er mischt zwischen Kopf und Zahl. Wie maximiert er diese erwartete Auszahlung? Er setzt P möglichst klein. Ne? Das heißt, er setzt P gleich 0, sodass er eine Auszahlung von 1 hat. P gleich 0 bedeutet aber, dass er auf jeden Fall Zahl spielt. Ne? Das heißt, die beste Antwort von Spieler 1 darauf, dass Spieler 2 mit einer höheren Wahrscheinlichkeit Zahl als Kopf spielt, ist, dass Spieler 1 selber Zahl spielt. Okay, es ist jetzt keine beste Antwort mehr zu mischen. Okay, aber ist das gut für Spieler 2? Nein, denn dann landen wir ja für Spieler 2 bei einem Payoff von 0. Okay, das ist nicht besser als eben, denn eben in der Situation, wo beide mit 1,5 gemischt haben, hatten beide einen Payoff 1,5. Okay, das heißt, eine Abweichung in diese Richtung wäre eine Verschlechterung für Spieler 2. Okay, das heißt, für Spieler 2 lohnt es sich nicht, von 1,5 nach oben abzuweichen. Weil das hier symmetrisch ist, gilt das genauso für eine Abweichung nach unten. Können Sie selber einsetzen, wie es wäre, wenn Spieler 2 auf jeden Fall Kopf spielt und auf keinen Fall Zahl. Ne? Das kommt genau das Gleiche raus. Und ja, wegen der Symmetrie eben gilt das genauso für Spieler 1. Und genau, ja, daran erkennen wir, dass bei 1,5-1,5, wenn beide 1,5-1,5 spielen, ein Gleichgewicht in gemischten Strategien vorliegt, ne, weil es keinen Anreiz gibt, abzuweichen. Okay? Und dieser Satz, den wir jetzt hier eben drin hatten, ne, dass Spieler 2 mit seinen Wahrscheinlichkeiten den anderen Spieler, den Spieler 1, indifferent macht zwischen seinen Alternativen, das ist genau der Lösungsweg, mit dem wir immer in gleichgewichtigen gemischten Strategien finden. Ne? Und das ist auch genau das, worum es im zweiten Teil der Frage geht.
nämlich zwei Folien weiter, fragt die Kommilitonin dann, bis zum Gleichsetzen, verstehe ich es? Da ging es um gemischte Strategien beim Enforcement Game. Ich bekomme dann ein P und ein Q heraus, das sind Wahrscheinlichkeiten, wie leite ich daraus das Nash-Gleichgewicht ab? Okay. Der Punkt ist, dadurch, dass wir das hier so berechnen, oh sorry, hier habe ich noch die Rechnung stehen, die machen wir gleich zusammen. Dadurch, dass wir so vorgehen, wie wir hier vorgehen werden, haben wir automatisch ein Nash-Gleichgewicht gefunden. Ja? Also dieses Suchen nach Wahrscheinlichkeiten, die den anderen Spieler indifferent machen zwischen seinen Alternativen, das ist genau der Weg, wie wir ein gemischtes Gleichgewicht finden. Okay? Wir haben ja eben gesehen, das gemischte Gleichgewicht ist dadurch gekennzeichnet, dass Spieler 2 seine Wahrscheinlichkeit so setzt, dass Spieler 1 indifferent zwischen seinen Alternativen ist. Okay? Indem Spieler 1 ein Halb gespielt hat, war Spieler 1, indem Spieler 2 ein Halb gespielt hat, war Spieler 1 genau indifferent zwischen seinen Alternativen. Ne? Und damit wir nicht immer raten müssen, was das gemischte Gleichgewicht ist, verallgemeinern wir das Ganze jetzt so, dass alle Wahrscheinlichkeiten Variablen sind. Ne? Eben hatten wir ja gesagt, Spieler 2 spielt ein Halb und dann haben wir geguckt, ob das ein Gleichgewicht ist. Okay? Wenn wir jetzt aber statt ein Halb da eine Variable reinsetzen, können wir einen allgemeinen Weg definieren, wie wir immer das gemischte Gleichgewicht finden, wenn es eins gibt. Okay? Das heißt, wir definieren uns jetzt P und Q. P ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter, unser Zeilenspieler hier, Recht brechen spielt, also die obere Alternative. Das heißt, 1 minus P ist die Wahrscheinlichkeit, dass er Recht achten spielt. Und Q ist die Wahrscheinlichkeit hier des Spaltenspielers, des Polizisten, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass er Kontrolle spielt. Okay? Und 1 minus Q ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass er nicht Kontrolle spielt. Okay, wie gehen wir jetzt vor? Nehmen wir an, eine gemischte Strategie sei optimal für den Täter. Das heißt, eine Strategie, bei der mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit Recht brechen gespielt wird, mit der Restwahrscheinlichkeit Recht achten, also P und 1 minus P. Und damit so eine gemischte Strategie für den Täter auf die Strategien des Polizisten eine beste Antwort ist, muss gelten, dass die erwartete Auszahlung der Alternative Recht brechen genau der erwarteten Auszahlung der Alternative Recht achten entspricht. Ne? Wir wollen gerade die Wahrscheinlichkeiten rausfinden, bei denen die Spieler indifferent sind zwischen ihren Auszahlungen. Okay? Und wenn wir eben rausfinden, dass so eine gemischte Strategie nicht die beste Antwort ist, dann heißt das, es gibt das Gleichgewicht ist eins in reinen Strategien. Okay? Okay, aber erstmal wollen wir wissen, bei welchen, wann ist der Täter genau indifferent zwischen Recht brechen und Recht achten. Dazu müssen wir erst uns die erwartete Auszahlung von Recht brechen definieren. Der Polizist spielt ja mit Wahrscheinlichkeit Q Kontrolle und 1 minus Q nicht Kontrolle. Das heißt, der Täter hat mit Wahrscheinlichkeit Q minus 2 die Auszahlung. Das ist das hier. Und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Q hat der Täter die Auszahlung 4. Das steht hier. Okay? Und diese erwartete Auszahlung muss genau gleich sein, wie wenn er Recht 8 spielt. Und das ist hier unten, nämlich wenn er, da hat er mit Wahrscheinlichkeit Q minus 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus Q hat er 0. Ne, das steht hier. Und diese beiden Ausdrücke, die setzen wir jetzt gleich und finden dann eben das Q des Polizisten raus, bei dem der Täter gerade indifferent ist zwischen Recht brechen und achten. Okay, das können wir jetzt mal explizit machen. Minus 2Q plus, ich löse die Klammer gleich auf, 4 minus 4Q muss gleich sein, minus Q plus 0. Okay, holen wir mal die ganzen Qs auf eine Seite, dann haben wir minus 2Q minus 4Q plus Q ist gleich 0, plus 0 minus 4 ist minus 4, dann haben wir das, dann haben wir auf der linken Seite stehen minus 6Q minus 5
Q ist gleich minus 4 und das können wir dann auflösen nach Q. Dann haben wir Q ist gleich 4 Fünftel. Okay? Also die Wahrscheinlichkeit, bei der Wahrscheinlichkeit, wenn der Polizist mit Wahrscheinlichkeit 4 Fünftel Kontrolle spielt, dann ist der Täter gerade indifferent zwischen Recht brechen und Recht achten. Ne? Da ist es, es gibt, also es ist eine beste Antwort für den Täter, gemischt zu antworten auf die gemischte Strategie des Polizisten mit Wahrscheinlichkeit 4 Fünftel. Ne? Und genauso umgekehrt. Umgekehrt überlegen wir uns, wann ist der Polizist genau indifferent zwischen Kontrolle und nichts? Was ist denn die der Erwartungswert des Polizisten, wenn er Kontrolle spielt? Hat er mit Wahrscheinlichkeit P ein Pair von 1 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P hat er minus 1. Das steht hier. Mit Wahrscheinlichkeit P hat er bei Nichtkontrolle minus 3 und mit Wahrscheinlichkeit 1 minus P hat er 2. Okay, das können wir wieder gleichsetzen und auflösen. Minus P minus 1 plus P, ich habe es gleich die Klammer aufgelöst, ist gleich minus 3P plus 2 minus 2P. Holen wir alle P's auf eine Seite, haben wir minus P plus P plus 3P plus 2p. Auf der anderen Seite haben wir dann stehen 2 plus 1. Dann haben wir da stehen, das fällt weg, 3p plus 2p sind 5p ist gleich 3, heißt p ist gleich 3 Fünftel. Okay? Stimmt das? Sorry. 3 Siebtel muss rauskommen. Wo habe ich mich verrechnet? Stimmt das? Nee, meine Rechnung stimmt eigentlich. 3 Fünftel. Ja, okay. Die numerische Lösung ist jetzt nicht so wichtig. Das Prinzip ist wichtig. Bei P gleich 3 Fünftel ist der Polizist gerade indifferent zwischen Kontrolle und Nichtkontrolle. Ne? Also eine gemischte Strategie ist dann also eine beste Antwort darauf, wenn der Täter mit Wahrscheinlichkeit 3 Fünftel Recht brechen spielt. Okay? Und diese Situation ist eben das gemischte Gleichgewicht. Wenn der Täter mit Wahrscheinlichkeit 3 Fünftel Recht bricht und der Polizist mit Wahrscheinlichkeit 4 Fünftel kontrolliert. Okay? Ganz wichtig, es muss nämlich immer nicht immer eine gleichmäßige Mischung sein. Ne? Das war jetzt nur eben, weil das Spiel so symmetrisch aufgebaut war. Da musste so eine Gleichwahrscheinlichkeit rauskommen. Das Prinzip, ich sage es nochmal, ist, wir müssen die Wahrscheinlichkeiten so festlegen, dass der jeweils andere Spieler indifferent zwischen seinen Handlungsalternativen ist. Wenn es nicht so wäre, dann würde er sich für eine reine Strategie entscheiden als beste Antwort und wir hätten eben kein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Okay? Genau. Und ich denke, ja, hoffentlich haben Sie jetzt verstanden, warum das ein Nash-Gleichgewicht sein muss. Ne? Also, wir haben nicht am Ende noch einen extra Schritt, in dem wir zeigen, dass es ein Nash-Gleichgewicht ist, sondern weil wir so vorgegangen sind, dass die Spieler beide indifferent zwischen ihren Handlungsalternativen sein müssen, deswegen ist das ein Nash-Gleichgewicht in gemischten Strategien. Okay? Falls das jetzt immer noch nicht verstanden ist oder falls jetzt bei diesen Ausführungen irgendwas unklar geblieben ist, können Sie sich natürlich wieder im Moodle-Forum sich melden und eine Frage stellen.